Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu SnowRunner. So, Motor an. Und wie schon in der letzten Folge angekündigt, gehen wir jetzt mal einfach mit dem hier das Upgrade holen. Das da noch so rumäumelt. Denn der ist irgendwie schneller als der andere. Der ist zumindest hier schneller durch... Ich meine, klar, der hat ein besseres Leistungsgewicht. Deutlich besser. Hat wahrscheinlich auch viel mehr Power. Aber er ist halt auch viel größer, ne? Und deswegen dachte ich mir vielleicht, dass er deswegen schlechter durchkommt. Aber der bügelt einfach auch überall volle Pulle drüber. Und sogar hier fahren wir einfach so durch, ohne Umschalten auf Allrad. Und Allrad hat er halt auch nochmal, ja, 6. Beziehungsweise, ja, das sind ja hinten Zwillingsreifen. Also insgesamt hat er dann, lass mal überlegen, 8, 10 Reifen. Der andere hat 4. Und er hat auf jeder Seite hier 5 Stück. Das sind einfach mal 10 antreibende Reifen. Und bringt natürlich eine ganze Menge Gewicht mit, die teilweise nicht unbedingt schlecht ist. Gut, klar, manchmal ist es nicht unbedingt von Vorteil. Wenn er sich dann irgendwo eingraben will, dann ist es ein bisschen doof. Aber ich glaube, das ist an sich per se gar nicht so schlecht. Klar, man kann natürlich volle Pulle sich die Federung kaputt fahren. Ist auch eine Möglichkeit, ne? Ja, nochmal. Ja. Sowas muss man sich auch immer in Betracht ziehen, dass das auch noch möglich ist. Und es wird schon wieder dunkel. Es nervt mich, dass es immer dunkel wird. Die Nacht ist gefühlt irgendwie, oder der Tag ist gefühlt irgendwie viel zu kurz. So, deswegen, die Bremsen sind auf jeden Fall besser. Ja, ich weiß, weg mit dir, Informationsding. Zeit überspringen, ich sehe es nicht, wie viel, Nachmittag, 17 Uhr, so 20.06. Ja, so mag ich das. So mag ich meine Tageszeit. Vollmundig. Mit Morgenstund, die Gold im Mund hat. Im vollen Mund. Langsam die Schilder umfahren. Nicht, dass wir ein Problem kriegen. So, mal gucken, ohne Allrad. Ohne Probleme. Ohne Allrad, ohne Probleme. Wie weit bin ich denn schon? Ja, siehst du, ich bin nämlich genau schon. Oder wir fahren hier durch. Denn da kommen mehrere fette Pfützen. Egal, wir fahren hier lang. Wir probieren's. Wir schauen mal, ob wir durchkommen. Okay, ich hau mal Allrad rein. Mit Straßenreifen, wohlgemerkt. Mal wieder hier hochzieht. Heavy Duty. Also bei dem könnte halt ein Problem werden, dass irgendwas zu eng wird. Weil der halt so lang ist und so groß. Aber vom Durchziehen heizt der viel schneller durch als der andere. So, was macht der Wasserstand hier? Ist okay, oder? Ja.
Wo bitte geht's lang? Nach rechts. Okay, hier fahre ich vielleicht ein bisschen mehr am Rand. Das scheint mir doch recht tief zu sein hier. Ups, schon wieder gegen den Motor geknallt. Ah, shit. Aber guck mal, wie der hier durchpallert. Und ich dachte, der Scout wäre das Nonplusultra, um einfach irgendwo hinzukommen. Und den nur zu benutzen, um irgendwas abzuholen, um Ladung zu fahren und so mit der Pritsche. Aber guck mal, wie der da hochzieht. Junge, Junge. Schon sind wir da. Zeig hier das Upgrade. So, her damit. Custom für aktuellen Truck nicht verfügbar. Schade. Naja. Ist okay. So, haben wir denn noch ein Upgrade vielleicht? Beziehungsweise sehen wir halt wahrscheinlich noch nicht. Wir haben hier noch sehr viele versunkene Fahrzeuge. Okay, womit machen wir denn weiter? War da nicht irgendwas mit Abpumpen? Von diesem Entwässerung. Das war's, glaube ich, ne? Ich glaube, Entwässerung war's. Oder wir machen hier. Ja, ich wollte gerade sagen, die sind wahrscheinlich alle in der Nähe, aber die sind alle völlig durcheinander. Trucks und Anhänger. Pritschenanhänger, ja, das sind die. Aber was soll ich mit denen? Ich meine, gut, wenn ich sie brauche. Oder soll ich die schon vorher holen? Da ist ein versunkener Sattelzug. Den könnten wir versuchen zu holen. Weil wir eh wieder zurück müssen. Hier ist ein fast gefahrener Anhänger. Stehen die hier? Das sind diese Missionen. Achtung, erster Truck, bla bla bla. Holz für die Einheimischen. Weiter dort ein versunkener Geländewagen. Das war die Aufgabe. Verfolgung stoppen. Ich glaube, hier habe ich die nirgends drin, oder? Festgefahrener Anhänger. Versunkener Sattelzug. Doch, hier sind die auch schon drin. Hier bei Aufgabengeber, okay. Ja. Ich würde sagen, wir schnappen uns das. Aber anstatt da jetzt wieder zurückzufahren, machen wir doch so. So, dann ist das Ding nämlich sauber und getankt. Und dann düsen wir dahin und holen uns mal, versuchen uns mal den versunkenen Sattelzug zu holen. Den können wir dann nämlich auch noch fröhlich verkaufen. Ja, und ich glaube, wir müssen Missionen machen, ups, um im Rang aufzusteigen. Ich glaube, mit so versunkene Autos rausziehen, steigen wir nicht wirklich im Rang auf.
Ich meine, klar, wir haben dann versunkene Autos und können die verkaufen. Also die bringen auf jeden Fall schon mal Zaster. Das ist ja auch nicht zu verachten. Der müsste ja hier dann gleich irgendwo kommen. Der versunkene Sattelzug. Ich glaube hier bei dieser... Farm hier. Aufgabe anzeigen. Hinter den Fichten. Nö. Ja, da ist der Sattelzug. So, Allradern und schon geht's weiter. Anhänger entdeckt, das ist schön und gut. Hey, wo hänge ich denn jetzt? Irgendwie hänge ich fest. Ich glaube, ich fahre rückwärts ran. Ach, dieser komische Grill, den ich da unterm Hinterrad hatte. Der war das Problem. Der liegt jetzt immer noch voll im Weg. Sag mal, wird das schon wieder dunkel? Ne, ist morgens, 9 Uhr, okay. Ja, das war dieser komische Grill. So, mal schauen, wie weit wir da rankommen an den Guten. Aufgabe anzeigen. Ja, versunkener Sattelzug. Wurde aktiviert. Die Frage ist, kann der noch fahren? Aufgabe anzeigen, nächste Aktion, halten für nächste Aktion. Startet der Motor. Okay, kann er noch. Nur ich komme schon nicht mehr raus. Aber den Weg fand ich ganz gut. Stabileres. Ja. Nicht so sehr stabil. Ja, da geht nicht mehr viel.
macht er hinten ran. Plumps. So, mal schauen. Ich stecke zwar immer noch ziemlich tief drin, aber... Oh nein, komme ich da schon nicht mehr ran. Oh Mist. Na, ich hätte hier aufs Gras sollen. Schauen, ob das funktioniert. Schon. Hier ist doch eigentlich besserer Boden. Ah. Müsste eigentlich besser fahren. Ja, okay, nicht mit den Reifen. Gut. Können wir vergessen. Das können wir vergessen mit den Reifen. Okay, dann halt keine Autos rausziehen. Mein Gott. Schauen wir doch mal. Reparatur am Flussufer. Unfassbar weit weg. Felssturz. Lokaler Zeitvertreib. Gebirgsbrücke. Festgefahren Anhänger. Wetterdaten hinter den Fichten. Ja, hinter den Fichten ist, glaube ich, kann ich das nicht? Zum Spieler bewegen, Zeit überspringen. Wir schauen uns hinter den Fichten mal an. Die Folge ist ja eh nicht mehr so allzu lang. Und das schüttet wie blöde. Nochmal Licht an. Ja, geht schon. Sehr gut. Oh, wow. Ich sollte vielleicht die Kamera ein bisschen fahrbarer machen. Gut, also wir schauen uns mal hinter den Fichten an. Ups. Denn das mit Autos rausziehen ohne erhöhte Federung und ohne bessere Reifen, das wird nicht funktionieren. Also der Truck, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Also wenn der als Heavy Duty, weiß nicht, da ist eigentlich relativ hübsch. Dann würde ich den vielleicht sogar behalten. Aber ich glaube, ich muss eh mal Werte vergleichen. So, Aufgabe annehmen, hinter den Fichten. Nicht weit von hier gibt es einen Ort in den Bergen. Der fantastische Ausblick gebietet, ich entspanne dort gern
von Zeit zu Zeit. Warum siehst du ihn dir nicht mal an? Aber zerstöre auf dem Weg dorthin nicht zu viel. Verfolgung starten. Finde den Ort hinter den Fichten. Hier ist der Ort hinter den Fichten. Hinter den Viechern. So, das heißt, hier geht's hoch. Okay, probieren wir noch ganz kurz in dieser Folge. Ups, bin da einmal umgefahren. Wenn das nur zu seinem Lieblingspunkt hinfahren ist und dann hat sich's, dann ist ja gut. Dann können wir das ja mal eben schnell machen. Ja, ich bin eigentlich echt überrascht, wie sehr gut hier hoch, ne? Ja, wie sehr gut die Karre hier durchkommt. Okay, hier ist der Scout vielleicht doch ein bisschen die bessere Alternative zwecks der Länge. Andererseits hat der halt schon die Power, ne? Um da hoch zu zirkeln. Mal ebenso. Mit Straßenreifen. Der Scheltengang zurück und dann zieht er wieder an. Hä? Was war das jetzt? Bin ich da jetzt drauf geknallt? Irgendwo bin ich da jetzt über einen fetten Stein oder so drüber gedonnert. Naja. So, da den Wachturm haben wir ja schon. Wo ist denn der Weg? Hier. Fährt hier halt über diese Riesensteine einfach drüber. Also wenn der dann noch eine höher gelegte Federung hat. Voll das Monster. Jetzt hänge ich auf einem Stein. Okay, hier ist ganz schön eng für so einen Riesenteil. That's what she said. Ist nicht dein Ernst, oder? Ach du Heilige, das ist doch keine Straße. Da wären wir wieder beim Thema, da ist doch keine Straße. Eingezeichnet ist ein Weg.
ist kein Weg. Also, tut mir ja leid, ihr lieben Bäume, aber... ich glaube, ich muss euch trotzdem platt machen. Da geht es ein bisschen runter, oder? Okay, vielleicht kann uns ja die Winde helfen. Naja, nicht direkt. Vielleicht hier. Das Problem sind halt diese Bäume, die jetzt da rumliegen. Über die ich jetzt so drüber fahren muss. Ja, das wäre, glaube ich, hier echt eher eine Strecke für den Scout. Die Frage ist, ob der da besser aufkommen würde. So, jetzt mit Schmackes. Ach nee, ich bleib dann da hängen. Mehr Unterstützung holen. Das war nix. Komm. So, okay. Hier nochmal mit der Winde. Wir müssen uns halt irgendwie da so hochziehen. Entschuldigung. Da ist doch kein... Da, ist das was? Das war nichts. Vielleicht hält der hier ein bisschen besser. Nee. Ich hänge halt hier auf diesem... blöden Knubbel hier fest. Okay, ich versuche mal so. Ich reiß einfach alle Bäume hier weg. Vielleicht versuche ich es mal mit der Differentialsperre. Ne, bringt auch nichts.
ich hänge hier halt echt volle Pulle mit dem Unterboden auf dem Knubbel hier drauf. Aber er bewegt sich. Ganz langsam, aber er bewegt sich. Jetzt mal. Na? Doch noch mal weiter hier. Ich meine, die meisten Bäume sind ja jetzt tatsächlich weg. Und wenn ich jetzt gleich hier runterpurzel, dann ist eh rum. Aber das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Jetzt nicht mehr ganz so. Komm, ich kann doch hier bestimmt. Nein. Ah. Shit. Hier an den Stuhl. Ach, der Stuhl ist offensichtlich sehr fest. Okay. Aber ich komme trotzdem nicht hoch. Hier versuchen. Ja, komm schon, ich bin so knapp davor. Ach bitte. Ich bin ja jetzt wohl. Witz. So, kann ich hier vielleicht. Nein, kann ich hier. Ja, komm schon. Na also. Alter Schwede. Okay, und mit diesem Bild verabschieden wir uns in der Folgenpause und sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei SnowRunner. Und wie kommst du am schnellsten zur Werkstatt? Soll ich es euch zeigen? Soll ich es euch zeigen? Wie kommst du am schnellsten zur Werkstatt? Motor abgesoffen. Hier. Naja, gut. Ja, ich dachte, wir fallen jetzt hier runter. Wäre lustig gewesen. Egal. Ja, da würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, Time to Play hier bei SnowRunner. Und bis dahin macht's mir gut. Und ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, bitte abonnieren.
Bis dahin. Tschüss.